Hallo Welt, da sind wir wieder in unserem Luxuslager. Scheinbar können wir noch mit Dutch sprechen. Scheinbar können wir aber auch erstmal mit Grace sprechen. Und das machen wir jetzt. Beziehungsweise, wir müssen erstmal dorthin kommen. It's coming! It's coming! I posted that letter for you. Thank you, Mr. Morgan. Anytime. Wo ist denn hier dieser Schlachtertisch? Da können wir doch vielleicht was spenden. Und noch extra Felle mitgebracht. Oh ja, klar, jetzt wo wir da sind. For a man of the cloth, you have quite a way with words. Words are the very least of my problems. The very least. I'm sure. Evening. Evening. Da, jetzt geht's wieder mit dem Schlachtertisch hier. Spenden! Bring me something soon if you can, Arthur. Da, Hirschfell. Wir müssen alle spenden, oder? Unser Inventar ist voll. Ja, dann müssen wir alle spenden. Aber vielleicht sollten wir es besser verkaufen. My legs are seizing up. Good. We really needed this. Very funny. How are you? Federn behalten wir für uns. Many thanks. Much better. Yeah. Not so cheery around here. It's better than nothing, Pearson. Ach, jetzt spenden wir alles hier. Jetzt sind wir einmal hier. Sure. Might as well make some money off it. Fine, but make sure you get a good price for it. So, dafür gibt es wenigstens nicht. When I was frisky, over some potent whiskey, like waves of the day. Good job, Mr. Morgan. Na dann. Moment mal, die haben doch bestimmt hier einen Rost. Da können wir doch bessere Sachen zubereiten. Ja, aber jetzt haben wir alles gespendet. Na, hier ist so eine Art Rost oder sowas. Wir können nur ausruhen, wir haben nichts. Ah, ich sehe schon unser Pferd. What? Moment. Bevor wir wieder tausendmal die falsche Waffe ausgewählt haben. Können wir das Ding nicht pflegen? Können wir reinigen, aber so verschmutzt ist das gar nicht. Dann lassen wir das. Womit haben wir denn da geschossen? Damit haben wir doch gar nicht geschossen. Ach, das ist das Moment-Gewehr. Oh, Moment. Rolling Block-Gewehr, doppelläufige Flinte. Das wollte ich hier reinigen. Geht auch nicht. Wir haben kein Waffenöl wahrscheinlich. Ja, dann. Unser Pferd reitet schief. Wenn
das einer sieht, werden wir noch angehalten. So. Ja. Keine Waffen benutzen hier. Na gut. Keine Waffen nutzen, keinen Ärger machen. Na, warum hältst du an? Bist du da reingetreten? Kanntest du das Pferd, das das hinterlassen hat? Raul Hall. Ja, warum kaufen wir uns nicht so ein Haus? Schön mit Land dabei. Da würden wir alle satt werden. This here the Gray Plantation? Yep. Callagher Hall. And that's as close as you're getting to it. Hey, look, I've been helping the sheriff with some trouble. Wanted me to have a word with a few of the folks on the property here. Emmett Lee. All right. Have a word. But I ain't got the time to help you. Obliged. Ah, höre dich in Callagher Hall um. Um mehr über die Grays zu erfahren. Dafür müssen wir rein. You might be our dumbest deputy yet. Oh, danke schön. I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region, and... I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by the wood store. Boy's got all the time in the world. Ist der weit weg? Wir gehen mal zu Fuß, dann sehen wir mehr. Oh, eine Glocke! Oh, die dürfen wir nicht klingeln, bimmeln. Howdy. Hey, sir. Hey there. Hey there. Got your hands full there. Sooner it's done, sooner as I'm drinking. Wir gehen einfach durchs Fenster. Oh, hier liegt einer. Nein, das ist Holz. Oh, wir kommen mal von dieser Seite. Hey, kennt ihr uns noch? So, don't let me keep you. Bye now. Ich geh mal hier rein. Darf ich nicht. Howdy. Howdy. Ihr sitzt hier alle rum. Ich komm da nicht rein. Nicht gucken. Wir gehen nur hier rein. Kommen wir nicht. Falsche Uhrzeit vielleicht? War das irgendwie merkwürdig? You're doing a great job there. You stay safe now. Take her easy. Ja, und nur? Es geht nicht weiter hier.
ist vielleicht gar nicht da. Durchs Fenster geht's auch nicht. Vielleicht ist er hier im Schuppen. Vielleicht ist er hinter dem Schuppen. Oh, hallo. Huh. I'll see you at the sheriff's office. Excuse me, friend. We friends? Not yet, but he is hoping. I guess. We don't get a lot of traveling men here, and suddenly there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about the place. Is there? What are you doing here? I was just looking for work. Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Never mind. The thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Love who? Penelope. But it's impossible. Well, love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Bo Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Grays have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved. Gang feuds, it seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Grays, we've always got money. No brains mind but money. Well, in that case. I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. Ooh. Look out for their guards. They're worse with strangers than ours are. Da haben wir was zum Verkaufen wieder. Mister? Goddamn waste of time. Genau. Hey, wo ist unser Pferd? Oh, wir hätten unser Pferd anbinden sollen. Es hat uns gehört. Hey, wo warst du denn? Wir haben dich schon überall gesucht, vor allem hier vorne. Wir sind so eine Art Postbote jetzt. Homer Simpson, der Postbote im Wilden Westen. Ja. Und zum Glück sind die Wege nicht so weit auseinanderliegend. Dachte ich erst. Aber ich glaube, wir sollen gar nicht nach Rhodes, oder?
Die Wachen nicht angreifen, ha? Huh? Okay, ich bin ein Baum? Ich glaube, das ist ein Obstbaum oder so etwas. Na, vielleicht sollten wir warten, bis der Nebel weg ist. Dann können wir besser sehen. Etwa immer nur hin und her? Können wir ihn nicht ablenken mit irgendetwas? Oh, schnell da rein! Da rein! Rein! Oh nein! Für ein Theater. Wow, da kommt ja noch einer. Lauf doch weiter. Sollen wir hier rein? Nein, nicht doch. Geh doch weiter. Geh weiter. Geh doch. Wieso gehst du nicht? Sollen wir doch hier rein? Warum bleibst du hier stehen? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Springen. Mach irgendwas. Oh, da kommen immer mehr. Geh doch mal. Mach irgendwas. Sollen wir hier rein? Nein. Warum bewegst du dich denn jetzt nicht mehr? Jetzt bewegst du dich. Aha. Supposed to be here. We don't let folk wander through this property. Get out. Off you go. You come back again, we'll think you're a grand. Oh, der Brief ist nass, aber das Armband ist immer noch gut. Hätten wir das gewusst, dann wären wir gleich von der anderen Seite hier rangekommen. Spring doch darüber! Was machst denn du hier? Oh, hier gibt's Pferde. Buh! Ja, das hat nicht geklappt. Ich wollte eigentlich darüber springen und buh! Are you Penelope Braithwaite? Well, yes, I am. I've got a letter for you. Oh. And? Ein bisschen nass, aber... A gift. Das ist noch a gut. Letter and a gift. Well, we don't even know each other. Well, it's not from me. It's from, From Bo. Oh, he is so... Strange? Yes, he's a little strange, but also so human. The rest of our families are stuck in the Dark Ages or, well, I don't know, cave people, perhaps. Bo's different, but if they find out... They'll kill him and send me to live someplace awful, like Ohio. Have you ever been to Ohio, sir? No. Well, neither have I, but my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of having left. But now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are... they're something else. You got a family, sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. Well, nothing to say, except I hope they all rot. I don't. Well, maybe a bit. But here, if you see Bo again, will you give this to him? Sure. Ohne entdeckt zu werden. Ja, kein Problem. Kopfsprung! Kopfsprung! Nein, das kannten die noch nicht.
Jetzt wissen wir Bescheid, dass wir hier schwimmen können. Oh mein Gott, wir können nicht unbegrenzt weit schwimmen, sehe ich gerade. Nein! Und wir sind tot! Nein, wir leben noch. Ich wusste doch nicht, dass wir nur 2 Meter weit schwimmen können. Naja, wir sind ganz schön schwer bepackt. Auf die Idee sind bestimmt auch schon andere gekommen. Einfach schwimmen. Oh, Wildfleisch. Das wird uns wieder ein bisschen Kraft verschaffen. Das ist aber wirklich wenig Kraft jetzt. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und wir haben wieder eine Bronzemedaille. Sehr schön. Vorsicht! Du bist besessen! Moment, das muss ich mir sofort notieren. Kapitel 1, 2, 3, 7. Clemens Point. Bin über eine wirklich verrückte junge Frau gestolpert. Hat sehr komisch ausgesehen. War in einem Plumpsklo auf dem Anwesen der Braithwaites eingesperrt. Ah, die Welt ist nicht gut zu Menschen wie ihr. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 8, 9, 3, 1. Wir machen das mal auf hier. Wo ist das Schloss? 1, 2, 3, 7, 6, 3, 5. Ich kann nichts sehen. Ich will auch was sehen. 1, 2, 10, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 1. Und die ist ziemlich schlau. Die kann weiter als 3 zählen. 1, 2, 3, 4, 7, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 17. Nicht verzählen. Okay, wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 1, 2, 4, 7, 5, 9, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 5, 11, 2.